Na, ich mach mal schnell eine Aero-Ass, mal gucken, wie viel Schaden das macht. Wenn es genug Schaden macht, bleib ich dabei erstmal. Ja, das macht genug. Und das Viech hat Charmbolzen und ich bin verliebt in das. Verdammt. Ja, gut. Eigentlich das Verliebtsein, das ist fast schlimmer als Verwirrung, weil da triffst du wirklich wenig. Am schlimmsten ist es ja, ich hatte ich schon öfters, da war ich paralysiert, war verliebt und war verwirrt. Das ist dann so hässlich, aber das passiert zum Glück sehr, sehr selten. Okay, das nächste Pummeluff ist wieder mit 2 Aeroas tot. Ich mache ein bisschen Turbo. Und wenn er jetzt noch einen Pummeluff hat, perfekt, dann komme ich sogar noch Level up. Das kannst du nur mit Aeroas. Bam. Und wieder. Bam. Skaramborn kommt Level 16. Und wieder mal 3 Angriffe. Ich habe es jetzt ein bisschen schnell weggedrückt, aber ich habe es noch gesehen. Ja, und warum geben die mir so wenig Geld für die Kämpfe? Auf jeden Fall, da ist sie. Das Mädchen mit den pinken Haaren. Das wir schon vorhin gesehen haben. Und, ich greife einfach mal an. Das wird man Skaramborn schon packen. Okay. Sie warnt mich schon mal, dass sie sehr stark ist. Ja, danke für die Warnung, aber brauche ich nicht. Und sie springt gleich mal so komisch rum am Anfang. Ja, ein fängt an mit einem Pipi. Ja, ich habe eine 1500 Attacken. Das sollte eigentlich schon reichen. Und wow, gleich mal ein schöner Volltreffer. Ein sehr schöner Volltreffer, aber sie heilt sich, war ja klar. Und ja, ich bin schon wieder verliebt in das Viech. Das werde ich bestimmt nicht treffen. Ja, ganz genau. Und Pipi haut jetzt mit Hornattacke zurück, weil sie es von mir kopiert hat. Ja, gut, ich greife an. Okay, Metronom. Hoffen wir mal auf was Gutes. Perfekt. Hätte jetzt auch jede andere Attacke kommen können. Wenn irgendwas mit Feuer gekommen wäre, wäre ich ziemlich im Arsch gewesen. Und ich bin wieder mal starr vor Liebe. Schön. Ganz genau, Skaramborn. Schön das Viech lieben, das dich zu Tode haut. Ah, okay. Skaramborn, du bist doof. Du verdienst es zu sterben. Ach, Mann. Okay, kommt mein Watti erstmal dran. Ich meine, wie kann man ein Viech lieben, das einen ganz einhaut? Aber egal. Watti macht's fertig. Und ich lasse auch noch Lämmer drin. Genau, jetzt kommt ihr Miltank. Miltank, ja, ein wirklich recht nettes Pokémon, wenn man es gut einsetzen kann. Und ja, ich fange erstmal an mit einem Donnerschock. Und warum? Okay. Das hat so keinen Sinn. Ich wechsle rüber auf Fire, weil mein Fire weiblich ist. Das kann es ja nicht verlieben. Ja. Naja, es ist eigentlich gut, dass mein Fire weiblich ist, weil wirklich die meisten Pokémon, die so Charme oder sowas haben, sind eigentlich immer weiblich. Deshalb, ja. Passt es so? Und verdammt macht der mir Schaden. Okay. Und was? Warum habe ich... Hä? Ja, gerade mal 2 Sachen. Erstens, warum ist Miltank schneller als ich? Und zweitens, warum habe ich keine Tränke mehr? Okay, es sieht gerade ziemlich noch danach aus, als würde ich verlieren. Okay, also... Donnerschock. Jetzt macht das schon wieder mit sowas rum. Ich bin sofort starr vor Liebe. Ach komm. Und endlich, er hat sich paralysiert. Und... Okay.
Ich schrecke natürlich schon wieder zurück und er hat sich gerade geheilt mit einer Beere. Und ich schrecke schon wieder zurück. Okay, dieses Miltank ist einfach ein verdammtes Hexerviech. Also wie kann man nur so viel hexen? Ich meine, mit jedem Schlag lässt es mich zurückschrecken. Ah. Okay. Das gibt Rache. Das wird so Rache geben jetzt. Okay. Also, ja. Sie hat mich gerade besiegt. So werde ich das nicht auf mich setzen lassen. Ich meine, sie hat mich mit jedem Schlag zurückschrecken lassen. Noch fieser geht's echt nicht. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt erstmal eine neue Taktik. Ja, ich habe eine neue Taktik, die ich auch gleich mal einsetzen werde dann. Eine böse Taktik, mit der ich dann ziemlich schnell gewinnen werde. Erstmal wieder hinlaufen. Und so. Ja, gut. Ja, sie labert dasselbe nochmal. Und da kommt erstmal ihr Pipi. Dass ich diesmal gut weghauen werde. Diesmal lasse ich mich nicht töten davon. Es macht wieder Mimikry wie vorhin. Und Metronom wird zu Blutsauger. Bringt ihm nichts. Nicht mehr, nicht effektiv. Und Pipi ist nicht tot, weil es den Supertrank benutzt. Okay. Und was hat das gerade eingesetzt? Es war jetzt zu lange, Turbo. Und okay. Ja, es kopiert weiterhin meine Attacke. Und ich bin verwirrt. So, gut. Pipi besiegt, mal wieder. Und jetzt kommt ihr Miltank. Und jetzt wechsle ich mein Pokémon. Und zwar auf Watti. Und zwar dafür, dass ich mit Watti hau ich einfach mal drauf, dass sie paralysiert wird. Und zweitens. Und zweitens setze ich Heuler ein. Ja, natürlich ist er eben erstmal starr vor Liebe. War ja ganz klar. Ich meine, es wär ja nur mal fair, wenn ich mal angreifen könnte. Ja, seine erste Paralyse tut er natürlich gleich wieder heilen, aber. Aber ich schrecke einfach mal zurück, genau. Sag mal, hat eigentlich Stampfer eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass ich zurückschrecke, oder was ist da? Also, ja, drei Runden, dreimal konnte ich nicht angreifen. Ich hasse Miltank. Anders kann ich gerade nicht sagen. Und ich weiß auch gar nicht, was ich dagegen machen soll, weil nach jedem verdammten Stampfer tue ich zurückschrecken. Schau, schon wieder. Ah, ich komme mal dran. Ja, ich versuche gerade ein bisschen, ja, Silberblick einzusetzen. Aber nein, den Kampf habe ich natürlich wieder verloren. Ach. Warum ist eine dicke Kuh schneller als mein Feier? Naja, vielleicht macht Scarabon jetzt noch ein Wunder. Was ich nicht glaube. Ah, wenigstens kann die angreifen. Wow, und so viel Schaden habe ich auch noch gemacht. Okay, mein zweiter Loose. Das heißt, ich gehe trainieren. Ja, jetzt muss noch wie so schnell sterben. Irgendwas einsetzen. Ich bin eh nicht dran. Und weg. Ja. Also, wie gesagt, ich muss trainieren gehen. Eigentlich nicht, weil ich das Pokémon nicht besiegen würde, bloß einfach nur. Erstens, er tut mich verwirren. Nee, nicht verwirren, er tut mich. Ja, er setzt Charme ein, dass ich mich in ihn verliebe. Dass ich schon mal jede zweite Runde nicht treffe. Und dann schrecke ich einfach nach jedem verdammten Stampfer zurück. Das ist
Ich glaube, ich habe einfach momentan eigentlich nur extremes Pech, aber ja, ich tue einfach noch ein bisschen trainieren. Bis zum nächsten Mal und ja, damit erstmal Schluss. Es ist auch schon ziemlich spät. Moment, wie spät haben wir es jetzt? Ja, schon ziemlich spät. Das heißt, bis zum nächsten Mal und ich gehe jetzt auch bald schlafen, weil ich habe heute nicht so lange geschlafen. Das heißt, ich muss auch morgen mal wieder richtig ausschlafen und ja. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.